Liebe Zuschauer, der DAX hat sich zwar nicht so richtig weit in der letzten Zeit von der 13.000-Punkte-Marke entfernt, aber so richtig überzeugend drüber gesprungen ist er auch nicht. Was ist da los? Wieso ist er ein bisschen wie festgetackert? Schauen wir mal auf die Einflussfaktoren im Moment. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Arthur Brunner von der ICF Bank. Hallo, Frau Grebe. Herr Brunner, wenn wir uns jetzt mal angucken, was wir in dieser Woche so an Einflussfaktoren hatten, dann fällt natürlich sofort die Fed auf. So ein bisschen als Spielverderber, pessimistische Töne, obwohl die einen ja eigentlich gar nicht so überraschen dürften, oder? Nein, eigentlich nicht, weil die hohe Arbeitslosigkeit in den USA ist ja keine Überraschung. Und dass man sich auch nicht so schnell erholt, wie vielleicht manche Marktakteure das eingepreist haben schon, ist auch keine große Überraschung. Aber diese Woche kam halt auch noch in Deutschland die steigende Zahl an Neuinfektionen dazu, was hier auf die Stimmung gedrückt hat. Und dann hatten wir sonst eine relativ ereignislose Woche. Und von daher waren nicht genügend Faktoren dabei, um den Markt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung zu beeinflussen. Also pessimistische Töne von Seiten der Notenbank, Corona-Sorgen wegen steigender Neuinfektionen. Dann hatten wir auch noch Einkaufsmanager-Indizes, sah jetzt auch nicht so doll aus in der Eurozone. Es heißt ja immer, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Das heißt, wie muss man sich die jetzt vorstellen, wenn der DAX irgendwie nicht so richtig aus dem Quark kommt? Ja, es ist schwer vorherzusagen, wo es jetzt hingeht. Wir haben natürlich seit dem Höhepunkt der Krise schon eine fantastische Entwicklung in den Märkten gesehen. Wir sind fast auf Vorkrisenniveau. In den USA teilweise haben wir schon Höchststände erreicht. Es liegt natürlich an den enormen Summen, die die Notenbanken weltweit in die Märkte fließen lassen, um eben auch hier, zumindest was die finanzielle Seite angeht, die Märkte zu unterstützen und hier keine Krisenstimmung aufkommen zu lassen. Aber ob das alles ausreichen wird, um auf Dauer die tatsächlichen Folgen abzufedern, bleibt abzuwarten. Und es ist sehr schwer, hier Prognosen treffen zu können. Aber auch die Daten, die wir zuletzt auch aus den USA gesehen hatten, Sie hatten schon die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe angesprochen, aber auch der Philly-Fed-Index. Also insofern, es wundert einen nicht, dass die Fed pessimistisch ist, aber dann könnte es einen ja eigentlich eher wundern, dass die US-Börsen in dieser Woche auch wieder auf einer Art Rekordjagd unterwegs waren. Wie muss man sich das dann erklären? Ja, nicht. Man kann die Zahlen auch teilweise positiv auslegen. Der Vier-Wochen-Schnitt bei den Arbeitslosenzahlen oder Neuanträgen auf Erstanträge Arbeitslosigkeit war rückläufig. Die Baubeginne sind angestiegen wieder gegenüber dem Vorquartal. Und das sind durchaus auch positive Zeichen. Plus natürlich auch die Tech-Werte, die sich sehr gut entwickelt haben. Und man weiß, es steht auch noch der Wahlkampf in den USA jetzt vor den Türen. Und da ist man durchaus von den Märkten her optimistisch. Also ein bisschen Optimismus, den wir sehen, aber so richtig kommen wir zumindest bei uns nicht vom Fleck. In den USA sieht es da anders aus. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, es ist schwer, da eine Prognose abzugeben. Das heißt, wenn wir jetzt das Spielchen spielen, was wir ja normalerweise, nämlich Aktien oder Anleihen, wie würden Sie das dann im Moment beantworten? Dann nehme ich einen Kompromiss, dann nehme ich die Wandelanleihe. Durchaus eine Alternative, solange keine Wandlungspflicht besteht, hat man dann die Wahl, entweder einen festen Zinssatz von Anleihe in Anspruch zu nehmen und die Rückzahlung am Ende der Laufzeit in Anspruch zu nehmen, oder, falls sich der Aktienkurs des Underlyings gut entwickelt, an der Entwicklung des Aktienkurses teilzuhaben. Also durchaus eine überlegenswerte Alternative. Also das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten haben in den letzten Wochen Anleger ja gerne auch mal zum Gold gegriffen, wobei selbst diese Rallye irgendwann mal Kratzer abbekommen hat. Was ist hier Ihre Meinung? Wie geht es da weiter? Ja, Gold darf man bei der Notenbankpolitik im Moment mit Sicherheit nicht außer Acht lassen. Es gibt viele Argumente, die für Gold sprechen. Zum einen die Unsicherheit in der Finanzwelt, die Unsicherheit in der Politik, dann der schwache Dollar. Plus Negativzins, das sind alles Argumente, die für Gold sprechen. Mhm. Und eine Beimischung von Gold ist mit Sicherheit überlegenswert. Herr Brunner, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Bitte schön. Liebe Zuschauer, soweit unser Blick auf die Märkte in dieser Woche. Es gab nicht so wahnsinnig viel Neuigkeiten, aber die es gab, haben den Markt nicht unbedingt begeistert. Richtig abgerauscht sind wir aber auch nicht. Also der DAX tritt zum Teil so ein wenig auf der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.